Tag Nerds! Heute begeben wir uns auf eine faszinierende Reise durch die Filmgeschichte. Genauer gesagt durch die Welt der ikonischen Filmfahrzeuge. Diese Fahrzeuge haben nicht nur die Leinwand erobert, sondern sind zu Symbolen geworden, welche die Popkultur nachhaltig geprägt haben. Schauen wir uns gemeinsam an, welche Geschichten und Faszinationen sich hinter diesen Fahrzeugen verbergen. DeLorean DMC-12 – Zurück in die Zukunft. Beginnen wir unsere Reise mit einem Auto, das nicht nur durch Geschwindigkeit beeindruckt, sondern vor allem durch seine einzigartige Fähigkeit, dem DeLorean DMC-12 aus der Zurück in die Zukunft-Filmreihe. Der DeLorean DMC-12, einst ein Sportwagen der Extraklasse, wurde durch die filmische Verwandlung zur Zeitmaschine weltberühmt. Sein futuristisches, glänzendes Äußeres, die markanten Flügeltüren und nicht zu vergessen der Fluxkompensator machten ihn zu einem unverkennbaren Symbol. Diese filmische Verwandlung verlieh dem DeLorean nicht nur eine einzigartige Identität, sondern festigte auch seine Position als Fahrzeug der Superlative in der Popkultur. Natürlich mit 1,21 Gigawatt. 1,21 Gigawatt? 1,21 Gigawatt? Mein Gott! Was? Was zum Teufel ist ein Gigawatt? Das Batmobil. Batman-Filme. Von einer Zeitreise begeben wir uns nun in die düsteren Straßen von Gotham City und wer könnte uns besser begleiten als das legendäre Batmobil aus den verschiedenen Batman-Verfilmungen? Das Batmobil, ein Symbol für Hightech-Verbrechensbekämpfung, hat im Laufe der Jahre verschiedene Designs angenommen. Vom kantigen, eher militärischen Look bis zu aerodynamischen Kurven. Jede Version spiegelt die Ästhetik der Batman-Welt wider. Doch das Batmobil ist nicht nur ein Transportmittel für Batman, es ist ein kulturelles Symbol für Superhelden im Allgemeinen. Dieses Fahrzeug hat nicht nur die Verbrechensbekämpfung auf der Leinwand geprägt, sondern auch in der Popkultur eine bedeutende Rolle gespielt. Kid, Knight Rider. Nach Gotham City begeben wir uns nun auf die Straßen der Knight Rider TV-Serie, wo uns ein ganz besonderes, intelligentes Auto erwartet. Kid, das intelligente Hightech-Auto mit einer mysteriösen Aura, war nicht nur ein Auto, sondern auch ein treuer Begleiter. Sein futuristisches Design mit dem leuchtenden roten Scanner und fortschrittlichen Computerfunktionen verlieh ihm eine einzigartige Präsenz. Kid war nicht nur ein Auto der Zukunft, sondern auch ein Vorläufer für ähnliche Konzepte in späteren Filmen und Serien. Herbie, ein toller Käfer. Von intelligenten Autos begeben wir uns zu einem lebendigen Auto mit einem ganz besonderen Charakter. Herbie, der tolle Käfer. Herbie, der liebenswerte VW-Käfer, hatte zwar im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen im heutigen Video kein futuristisches Design, aber sein einfaches und charakteristisches Äußeres mit der simplen Lackierung in L87 Volkswagen Perlweiß und den Rennstreifen machten ihn zu einer unverkennbaren Figur. Mit einem am Kühlergrill angedeuteten menschenähnlichen Gesicht wurde Herbie bereits 1968 zu einer der ersten emotionalen Fahrzeugfiguren der Popkultur. Als Symbol für Freundschaft und Abenteuer hat dieser Käfer die Herzen der Zuschauer erobert. Millennium Falcon – Star Wars. Nun heben wir ab, und zwar in die Weiten des Weltraums, wo uns ein Raumschiff erwartet, das nicht nur durch seine Schnelligkeit, sondern auch durch sein unverwechselbares Aussehen beeindruckt. Der Millennium Falcon aus der Star Wars Filmreihe. Der Millennium Falcon, ein sehr schnelles und wendiges Raumschiff, hat sich als eines der bekanntesten Raumschiffe in der Sci-Fi-Geschichte etabliert. Seine eher rustikale Form, das zentrale Cockpit und die unkonventionelle Gestaltung trugen zu seiner Einzigartigkeit bei. Dieses Raumschiff repräsentiert nicht nur den Widerstand gegen das Böse, sondern hat auch die Popkultur nachhaltig beeinflusst. Kein Wunder, dass Han Solo so gern im Cockpit sitzt. Ecto-1 – Ghostbusters. Vom Weltraum landen wir nun wieder auf der Erde und begleiten die Ghostbusters auf ihren geisterjagenden Abenteuern mit dem Ecto-1. Der Ecto-1, ein umgebauter Cadillac Miller Meteor, beeindruckt nicht nur durch seine Funktionalität als Geisterjägerfahrzeug, sondern auch durch sein auffälliges Retro-Design. Mit dem Ghostbusters-Logo und der auffälligen Bemalung verkörpert der Ecto-1 Eleganz mit einem Hauch von Grusel. Dieses Fahrzeug ist nicht nur ein Transportmittel, sondern ein Symbol für das Ghostbusters-Franchise und hat einen starken Einfluss auf die Popkultur ausgeübt. Das merkt man nicht zuletzt daran, dass wir automatisch damit beginnen, den Ghostbusters-Soundtrack zu summen oder zu pfeifen, sobald wir ein Bild von diesem ikonischen Filmfahrzeug sehen. Mach 5 – Speed Racer. Von Geisterjägern geht es nun auf die Rennstrecke mit dem Mach 5 aus dem Anime und den Filmen von Speed Racer. Der Mach 5, ein Rennauto mit zahlreichen Gadgets, beeindruckt durch sein aerodynamisches Design und die ikonischen roten Farbelemente.
Seine speziellen Funktionen wie die Sprungfeder machen ihn besonders einprägsam und stehen symbolisch für Geschwindigkeit und Abenteuer im Rennsport. Dieses Auto hat einen starken Einfluss auf die Darstellung von Rennfahrzeugen in der Popkultur und gewisse Parallelen zu Kid lassen sich nicht abstreiten. Jurassic Park Jeeps. Von der Rennstrecke begeben wir uns mit besonders legendären Jeeps auf eine gefährliche Tour durch einen Dinosaurier-Themenpark. Die Jeeps in Jurassic Park sind nicht nur Fortbewegungsmittel im Dinosaurier-Themenpark, sondern tragen auch das ikonische Parklogo. Mit ihrem abenteuerlichen Geländewagen-Look symbolisieren sie die Verbindung von Technologie und Natur. Diese Jeeps sind zu einem Symbol für Abenteuerfilme geworden und üben einen großen Einfluss auf Spielzeug, Parodien und andere Medienprodukte aus. Und mit ziemlicher Sicherheit wurden durch den Hype des ersten Films auch ein paar Autos dieser Bauart mehr verkauft. Bluesmobil. Blues Brothers. Von Dinosauriern schlagen wir eine Brücke zum Bluesmobil, einem Auto, das für Verfolgungsjagden, gute Musik und Action im Straßenfilmgenre steht. Das Bluesmobil, ein ehemaliger Polizeiwagen, besticht durch seine Robustheit. Sein Erscheinungsbild passt perfekt zum Actiongenre des Films und ist eng mit den Blues Brothers verbunden. Dieses Auto hat durch den Film einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ist ein Symbol für Verfolgungsjagden und Action im Straßenfilmgenre. The Mystery Machine. Scooby-Doo. Unsere Reise durch die Welt der ikonischen Filmautos endet natürlich nicht ohne einen Blick auf das legendäre Untersuchungsfahrzeug der Scooby-Doo-Bande, die Mystery Machine. Die Mystery Machine, ein bunter VW-Bus mit psychedelischem Design und dem ikonischen Schriftzug, verkörpert den Spaß und die Aufregung der Mysterien, die von der Scooby-Doo-Bande gelöst werden. Dieses Fahrzeug ist nicht nur ein Transportmittel, sondern ein kultiges Symbol für Abenteuer und Rätselraten. Ihr Einfluss reicht weit über das Scooby-Doo-Franchise hinaus und wird oft in verschiedenen Medien referenziert. Und damit schließen wir unsere faszinierende Reise durch die Welt der ikonischen Filmautos ab. Diese Fahrzeuge sind nicht nur Mittel zur Fortbewegung, sondern haben eine eigene Geschichte, die untrennbar mit der Filmgeschichte verbunden ist. Welches dieser Fahrzeuge hat euch am meisten beeindruckt? Welche Fahrzeuge fehlen euch noch in der Liste? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser spannenden Entdeckungstour begleitet habt. Lebt lang und in Frieden.